Jetzt sind wieder viele Kinder mit roten Schirmmützen in Stuttgart unterwegs. Bei der offiziellen Einschulungsfeier erhielten heute auch die Erstklässler der Jakobschule eine dieser roten Sicherheitsschirmmützen. Insgesamt 5000 davon verteilt die Deutsche Verkehrswacht auch in diesem Jahr wieder an die Schulanfänger in Stuttgart, damit diese im Straßenverkehr gut zu sehen sind und sicher zur Schule kommen. Bestens ausgerüstet ging es so dann auch gleich mit Mütze, Ranzen und Schultüte direkt ab in die erste Schulstunde.